So ein Projekt, glaube ich, das macht man nicht oft im Leben. Und man merkte sofort einen ganz anderen Spirit bei uns im Motorsport. Es war sehr ambitioniert, weil der Terminplan sehr knapp war. Und was wir jetzt feststellen, ist natürlich eine riesen Resonanz auch für die Rennserie. Das ist fantastisch. Hat für uns natürlich den Druck nochmal erhöht. In the beginning, everyone was like, yeah, let's get started, let's get in this. And we really struggled. What we really developed was a high-performing team, a team that can win at the pinnacle of motorsport. Und jetzt wussten wir, jetzt geht's los in diese Richtung. Und da war ein Termin. Das ist Daytona 23, muss alles fertig sein, dann müssen die Autos fahren. LMDh heißt Le Mans Daytona Hybrid, das heißt zum ersten Mal zwischen mehreren Kontinenten die Zusammenschaltung verschiedener Rennklassen. Donc concrètement, un constructeur peut à la fois maintenant avec la même voiture et les mêmes spécifications gagner à Daytona et au Mans. Also das Besondere an dem ganzen LMDh-System ist im Prinzip, dass es ja was Neuartiges ist, ein Ansatz, den es vorher so noch nicht gab. Ein Einheitssystem für ein Hybridfahrzeug, für den Langstreckenrennsport. Bosch est impliqué dans ces catégories Endurance historiquement depuis des décennies. Aus Sicht des Motorsports ist das LMDh-Reglement ein Riesenschritt. It's a formula that has allowed the manufacturers to come in and have elements that are important to them, but also on a basis where it creates an even playing field, not only from a performance level, but also really, really important from a cost basis. Donc nous avons un format avec des cap budget, avec des limites de budget par poste. Et la troisième dimension, très important pour pouvoir rendre cette série, lui donner du sens pour les usines, c'est la pérennité des technologies que nous allons mettre en œuvre dans cette nouvelle série, à savoir l'électrification. Meistens erlebt man ja geschichtlich relevante Augenblicke erst im Nachhinein, dass sie geschichtlich relevant sind. Hier an der Stelle wissen wir es schon vorher, weil sowas noch nie da war in der Motorsportwelt. I remember one of the first tests we had here in North America, the first thing I said was, I just want everyone to take a minute and realize that you're a part of something really special here. And at that moment for myself, I also realized it. And it was like that thing you said, like, okay, I'm somehow living what my child self wanted to do. And how cool is that, right? So. So ein Ding machst du nicht immer. Ich bin immer noch fantastisch, wie das funktioniert hat. Und hätte man es vorher gewusst, glaube ich, hätte man es nicht gemacht. Das ist ja meistens so, ne? Also wir haben da so erstmal ein bisschen blauäugig angefangen und so hat es auch geklappt. Mit allem. Und ich bin echt total begeistert, also das ist okay. Also mein Name ist Ingo Maul. Im LMDh war ich als Entwicklungsleiter tätig. Das heißt, ich habe die Entwicklungsprojekte aufgesetzt, die vielfältigen Komponentenprojekte, das komplette Projektteam mit unterstützt aufzusetzen, Systementwicklung und natürlich auch das Projekt begleitet. Mein Name ist Tobias Knorsch. Ich bin bei Bosch Motorsport zuständig als Gruppenleiter für einen Teil unserer wichtigen Key Customers, also unserer hauptsächlichen Kunden, und für einen Teil des Produktmanagements. Jacob Bergensky. My title is Director of Motorsport for Bosch in North America. So I'm responsible for the business and the team that we have here in North America. Mein Name ist Karl Klöß. Ich bin der Projektleiter Bosch intern für das Gesamtprojekt LMDh. Das heißt, ich behalte sozusagen den Gesamtüberblick. Ja.
Je suis Vincent Parvaux et je suis Product Manager pour la mobilité électrique chez Bosch Motorsport. Also wir haben recht früh uns überlegt, wie könnte so ein Rennsportsystem für ein E-Fahrzeug aussehen, beziehungsweise ein hybrides Fahrzeug aussehen. Dazu gehören verschiedene Komponenten. Zum einen den E-Motor, wir nennen sie MGU, also Motor Generator Unit, die MCU, also Inverter, Motor Controller Unit und die HCU, Hybrid Controller Unit, sowie sämtliche Einzelteile noch, was die Hochvolt- und Niedervolt-Verkabelung angeht und das gesamte EBS-System, das dann auch befähigt zum Rekuperieren. Und parallel liefen Gespräche mit Rennveranstaltern. Das heißt, es gab dann Diskussionen mit der IMSA und ACO und irgendwann ging es dann richtig los. Dann wurde die Entwicklung dann wirklich auf diese Richtung gelenkt. You know, from a technical standpoint, what we developed was a hybrid system for these race cars. But what we really developed was a high performing team. And it's not like, that's not what people see on the outside, but that's the story on the inside. And it expands beyond just Bosch Motorsport, right? In order for this whole formula to come alive, it was really working with the race series, with the OEMs, with the chassis builders, and so on, in order to actually have this thing, this product on track. Ich weiß nur, als es dann losging, war eine Riesenfreude dort, dass wir so ein Projekt gewonnen haben. Und dann fing es an dann mit der Entwicklung.